So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Für diese Ausgabe habe ich mir ein U11-Spiel ausgesucht, und zwar in der Gruppe B zwischen den Mannschaften des ASV Salzburg und dem SV Seekirchen. Ein interessantes Spiel, von dem wir gleich die erste Halbzeit sehen werden. Im Meisterschaftsspiel der Altersklasse U11 Gruppe B zwischen den ASV Salzburg und dem SV Seekirchen zunächst einmal die in Weiß spielenden Gäste, die mit Noah Matosch im Tor begannen am Ball. Das Spiel hat in diesen Momenten gerade begonnen, daher logischerweise torlos 0:0. Im Tor der Itzlinger steht übrigens Rick Blank mit der Nummer 1, den wir hier auf der rechten Seite im Bild sehen. Schöne Aktion. Und mit solchen Schüssen hat ein Torwart normalerweise keine Probleme. Das Ganze, wie gesagt, bei strahlendem Fußballwetter, also eigentlich ideal, um an diesem Vormittag zu kicken. Es gibt zunächst einen Pass auf Noah Matosch, die Nummer 11, ist übrigens Alessia Pamminger des SV Seekirchen. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit, aber der Ball geht dieses Mal ins Haut. Wiederum, eine gute Aktion, aber kein Problem für Rick Blank im Tor des ASV Salzburg. Es gibt jetzt Freistoß. Bleibt in der Abwehr hängen. Schöne Aktion. Aber kann sich hier nicht entscheidend durchsetzen, um den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Hier sehen wir nur Matosch mit einer Parade. Er war auf jeden Fall sehr leicht zu halten. Jetzt mit einem Angriff. Alessia Pamminger ist an der Kugel, verflankt jetzt rein. Aber gut aufgepasst vom ASV Salzburg. Somit keine wirkliche Gefahr für das Tor. Es gibt Eckball.
Das Spiel wird erneut mit einem Eckball fortgesetzt. Wir befinden uns in der 5. Spielminute. Aber dieses Mal können die Spieler des SV Salzburg klären. Dieses Mal befinden wir uns in Hitzling. Aber dieses Mal ist auch das Spiel unterbrochen. Bislang eine ausgeglichene Begegnung. Und gut gemacht von Rick Blank im Tor des SV Salzburg. Wiederum Einwurf für die Gäste. Und wiederum geht der Ball ins Aus. Dieses Mal Einwurf für die Spieler des SV Salzburg. Rückpass. Und erneuter Einwurf. Und bei einem Rückpass darf ein Torwart den Ball, wie er sicher ist, nicht mit der Hand nehmen. War auch daher richtig reagiert von Rick Blank im Tor. Es ist vor Salzburg. Neuer Versuch. Wiederum eine neue Angriffsmöglichkeit, aber viel zu weit vorgelegt. So kommt man nicht einmal in die Nähe des Tores. Und schön gemacht von Noah Matusch im Tor des SV Sikirchen. Jetzt wieder Einwurf für den SVS.
Kontermöglichkeit. Läuft auf das Tor zu. Und auf jeden Fall eine gute Parade von Noah Matosch im Tor des SV Sicker. Ja, bislang sind beide Torhüter noch ohne Gegentreffer. 0:0, also ein logischer Spielstand. Jetzt wieder ein schöner Angriff. Wir befinden uns in der 11. Spielminute. Und noch gut abgewehrt von Rick Blank. Bisher waren beide Torhüter auf dem Posten. Jetzt wieder eine schöne Aktion über die linke Seite. Flanke zur Mitte, läuft, er wird nicht attackiert. Nachschuss und da! 1:0 für die Gäste des SV Sicherheit. Und die Torschützin ist Alessia Bamminger mit der Nummer 11. Herrlich herausgespielt, keine Chance für Rick Blank, da irgendetwas zu machen. Und was ich schon gesagt habe, der Torhüter ist grundsätzlich für den ersten Schuss verantwortlich. Für den Nachschuss müssen die Verteidiger somit auch richtig reagiert. Und Rick Blank. Spiel natürlich lange unterbrochen. Und der SV Salzburg hat logischerweise Anstoß. Schöne Kontermöglichkeit und auch glänzend gehalten von Rick Blank, der bisher einige Gegentore verhindern konnte. Ja, und hier sehen wir die Torschützin mit der Nummer 11 vom SV Sicherheit. Alessia Bamminger, 1:0 für die Gäste, der aktuelle Zwischenstand. Der Ball geht erneut ins Out. Jetzt wieder der SV Sicherheit am Ball. Rückpass, aber der Ball geht am Tor vorbei. Gute Aktion. Drechsel natürlich etwas, vielleicht mal schießen wäre auf jeden Fall ein guter Tipp. Und es gibt den Foul. Gut gemacht.
Und bei einem Rückpass, das habe ich ja bereits erwähnt, darf ein Goalie den Ball nicht mit der Hand nehmen, selbst dann, wenn es im eigenen Strafraum ist. Wieder ein super Einwurf. Und erneut Einwurf für den SV Salzburg. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Flanke, ja, wäre durchaus so etwas wie eine Chance gewesen, die allerdings nicht genutzt wurde. Und somit bleibt es beim Spielstand von 0:1. Jetzt wieder der SV Sikirchen. Aber ganz, ganz knapp am Tor von Rick Blank vorbei. Wiederum Eckball. Der Trainer von SV Salzburg gestikuliert da wild auf der Seitenlinie. Und für mich stellt sich die Frage, wofür dieses Hereingeplärre gut sein soll. Jetzt wieder ein schöner Versuch und da ist das 0:2 für die Gäste aus Sikirchen. Der Torschütze war dieses Mal Jakob Kanz und Rick Blank war zum zweiten Mal an diesem Vormittag geschlagen. Rückpass. Ja.
Könnte durchaus mehr sein Schuss. Und auch dieses Mal zeichnete sich Noah Matosch im Tor des SV Sickirchen aus. Der Mörder Engel Ferdinand war tragsam. Wiederum die Hirsche. Und der Ball geht ins Out. Es gibt erneut Einwurf. Dieses Mal der SV Salzburg am Ball. Und gut aufgepasst von Reckblank. Wiederum ein Versuch von Alessandro Bamir, die das erste Tor erzielt hatte. Ja, da könnte noch mehr gehen. Kann sich da Schuss und gut gemacht. Rick Blank im Tor der Gastgeber. Bislang auf jeden Fall eine trotz der zwei fehlerfreie Leistung. Jetzt heißt es aufpassen. Scheitert zunächst Henrik Blank. Nachschuss und Tor. Da ist das 0:3. Dieses Mal war Raphael Felliger erfolgreich und erhöht in der 25. Minute auf 0:3 für den SV Sickirchen. Ja, zumindest für die Abwehrspieler gibt es da sicherlich einiges zu analysieren in der Halbzeitpause, die zumindest nach regulärer Spielzeit in etwas mehr als 5 Minuten folgen wird. Ein U11-Meisterschaftsspiel wird ja, wie ihr wisst, auf 2x30 Minuten gespielt. Herrliche Parade! Und Rick Lang konnte sich zweimal auszeichnen.
Auf jeden Fall flacht das Spiel jetzt ab, weil die Gäste aus Sigirchen führen mit 3:0. Die Torschützen waren zum einen Mal Alessinger Bamminger, Jakob Kanz und auch Raphael Kelliger war bislang in dieser Begegnung erfolgreich. Der Pass kam mir etwas ungenau vor. Jetzt wieder eine gute Aktion, aber auch diesmal hat Rick Blank gut drauf gepasst. Sehr gut gemacht, gut reagiert von Rick Blank herausgekommen und somit einen sicher scheinenden Gegentreffer verhindert. Also diesen Schuss hätte ich durchaus schon im Tor gesehen. Wir befinden uns in der 30. Spielminute, aber es wird sicher noch ein bis zwei Minuten Nachspielzeit geben. Wovon ich mal ausgehe. Gut aufgepasst. Da könnte durchaus noch mehr gehen. Reguläre Spielzeit ist um. Wir befinden uns in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.
Ja, jetzt könnte man das Schiri durchaus mal abpfeifen. Und das war der erste Halbzeitspielstand. 2:3. So lautete also das verdiente Zwischenergebnis. Wobei zu sagen ist, dass Rick Blank, der mir auf Seiten des SV Salzburg am besten gefiel, mit einigen Paraden Gegentore verhindern konnte. Wie es in der zweiten Halbzeit aussieht, das erfahren wir. In der zweiten Halbzeit des Spieles SV Salzburg gegen den SV Sikirchen in der Altersklasse U11. Zunächst einmal die Gäste aus Sikirchen am Ball. Die Seiten wurden gewechselt und der Ball geht gleich ins Out. Somit gibt es Einwurf für den SV Salzburg. Der Spielstand lautet 0:3. Die Torschützen waren in der ersten Halbzeit Alissa Bamminger, Jakob Kauns und Raphael Fellinger. Jetzt zumindest mal einen Einwurf. Der Ball geht allerdings erneut ins Out. Somit Einwurf für die Gäste aus Seekirchen. Jetzt wieder ein Rückpasser. Nicht ganz ungefährlich. Und Einwurf für den SV Salzburg. Schöne Kontermöglichkeit. Versuchen es über die linke Seite. Und Rick Blank lenkte den Ball ab. Es geht Deckball. Vielleicht wäre es da besser gewesen, den Ball sicher zu blockieren. Schöner Pass. Schöner Versuch. Aber gut aufgepasst von Rick Blank. Für mich der beste Spieler, der Gastgeber am Feld. Gut gemacht.
drängt sich hier durch. Und schön abgespielt von Noah Matusch, dem Torhüter des SV Sicher. Ja, das einer von den Gastgewinnern. Natürlich, wie gesagt, das ständige Reinschreien nutzt aus meiner Sicht absolut gar nichts. Immer noch aktuell der Spielstand von 0:3 für den SV Sicherheit. Schöne Zweikämpfe. Jetzt wieder der SV Salzburg. Aber ich glaube, richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Der Ball war ganz knapp im Aus. Somit Einwurf für den SV Sicher. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Zieht ab. Aber der Ball geht 1 Meter am Tor von Rick Blank vorbei. Somit keine wirkliche Gefahr für das Tor des ASV Salzburg. Es gibt Freistoß. Schöner Pass, aber der Ball geht erneut ins Aus. Und wiederum gibt es Out-Einwurf, dieses Mal für den SV Salzburg.
ein paar Zweikämpfe. Ein durchaus unterhaltsames Spiel. Rückpass. Aber auch da brennt es nicht sein. Pass. Und der Ball geht erneut ins Out. Sehr schön gemacht von Rick Blank. Allerdings geht der Ball zum Glück für die Gastgeber auch im Nachschuss am Tor vorbei. Ja, wie gesagt, ich habe schon des Öfteren erwähnt, eine sehr gute Leistung trotz der drei Gegentore, die es bisher für den SV Salzburg gab. Freistoß für den SV Salzburg. Die Gastgeber können sich den Ball in den eigenen und das gibt Konter. Aufpassen, das ist nicht ganz ungefährlich. Und der Ball geht erneut ins Aus. Schöne Quartermöglichkeit, läuft auf das Tor zu, wird ihn nicht attackiert. Aber dieses Mal hat, denkt man, sehr, sehr gut auf
aufgewacht. Gute Parade. Das war nicht so einfach, wie es aussah. Mittlerweile sind etwas mehr als 45 Minuten in dieser Begegnung gespielt. Wie gesagt, ein Spiel wird in der Altersklasse auf 12 auf 2x30 Minuten gespielt, also knapp 3 Viertel der regulären Spielzeit vorbei. Spielstand, ihr seht es oben eingeblendet, 0:3. Danke zur Mitte, aber da ist niemand. Und wer bitteschön soll da den Pass annehmen? Jetzt wieder der SVC Kirchen. Ball. Und somit wiederum kein weiterer Treffer. Beizusagen ist, das ist derzeit wohl eher eine Gmadewiesen aus Sicht der Gäste aus Seekirchen ist. Ball geht am Tor von Noah Matosch vorbei. Sagt es mal an. Rückpass. Aber der Ball geht ins Tor out. Und somit gibt es Abstoß. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit, aber wurde hier sehr unsanft vom Ball gedrängt. Könnte man durchaus als Fall werten. Da steht wieder und kann Gott sei Dank weiter spielen. Wiederum ein schöner Konter. Aber die Pässe, sie müssten da wirklich etwas früher kommen.
Ball geht dieses Mal am Tor von Rick Blank vorbei. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Rück, aber gut aufgepasst. Bissl. Dann eine sehr gute Aktion. Eigentlich für die Geste. Vielleicht jetzt. Und wiederum ist das Spiel unterbrochen, was allerdings nicht aus welchem Grund das der Fall war. Ja, wir sehen natürlich den Tabellenführer in den rot-weißen Dressen, den SV Sikirchen, der hier gegen den Alpha Salzburg spielt. Jetzt schöne Kontermöglichkeit, legt sich der Ball ziemlich bei Verschuss, abgewehrt von Rick Blank, der bislang, wie schon erwähnt, eine super Leistung macht, Schuss, aber dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei. Zunächst einmal Abstoß. Bislang gefällt mir Rick Blank, wie gesagt, sehr, sehr gut. Mit einigen absolut sehenswerten Paraden. Jetzt wieder der SV Salzburg, der allerdings in der Abwehr hängen bleibt. Kontermöglichkeit! Wo ist die Verteidigung? Wer passt? Schuss! Tor zum 1:0:4, so muss ich es korrekt sagen. Jonas Strasser vom SV Sikirchen war erfolgreich, keine Chance für Rick Blank da irgendetwas zu machen. Sowas sollte eigentlich nicht unbedingt vorkommen. Natürlich gibt es wieder Anstoß. Schöner Versuch. Ja, die Idee war grundsätzlich nicht schlecht. Aber auch dieses Mal geht der Ball wieder ins Out. 0:4. Der aus Sicht des Alpha Salzburg alles andere als erfreuliche Zwischenstand. Vielleicht jetzt. Zunächst einmal Einwurf. Der SVS versucht es, aber kein Problem für Rick Blank, den Ball sicher zu fangen. Jetzt wieder ein Rückpass. Ah, nicht ganz ungefährlich. Ein Rückpass darf normalerweise nicht mit der Hand genommen werden. Ja, und dafür gibt es zu Recht Freistoß. Richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Der Freistoß wird jetzt ausgeführt.
Schuss. Und Tor! Da ist der 1:4 Treffer. Dieses Mal konnte sich Matthias Eder in die Torschützenliste eintragen und auf diesen Zwischenstand verkürzen. Sehr schön herausgespielt, der erste Treffer für den SV Salzburg. War geglückt. Jetzt wieder der SV Salzburger Ball. Ja, kein Foul, richtige Entscheidung. Schiedsrichter lässt weiter spielen. Pass. Ja, da könnte man durchaus mehr machen. Und jetzt natürlich Einwurf für den SV Salzburg. Gut gemacht vom Wegblank. Der Spielstand geht auch aus meiner Sicht vom Spielverlauf her absolut in Ordnung. Wir sehen ja immerhin in Rot-Weiß den Tabellenführer in dieser Altersklasse U11 Gruppe B. Wieder um Einwurf für Jesse Kirchner. Herrliche Aktion. Da ist ein weiterer Treffer zum 1:5. Jakob Kanz war zum zweiten Mal an diesem Vormittag erfolgreich und ja, wie gesagt, im ersten Schuss hatte Rick Blank sehr, sehr gut aufgepasst, aber im zweiten Schuss wäre es halt wichtig, wenn ein Verteidiger den Ball vom eigenen Tor wegbringen würde. 1:5 der Zwischenstand. Natürlich ist so ein Tor für jeden Kohle ziemlich bitter. Einwurf für den SV Salzburg. Wiederum ins Out. Ja, wie gesagt, 1:5. Spielstand geht auch vom Spielverlauf her absolut in Ordnung. Sehr schön gemacht von Rick Blank. Kann man mehr machen?
und wiederum konnte sich Rick Blank auszeichnen, der Torhüter des AS von Salzburg. Erneutes Out und Einwurf für den Gastgeber. Schöne Aktion. Und erneuter Einwurf. Eine in dieser Schlussphase der Begegnung sehr häufige Szene bei diesem Spiel. Sehr schön gemacht. War wohl aus Sicht der Gäste etwas zu weit vorgelegt. Wir befinden uns mittlerweile in der Nachspielzeit. Könnte jeden Moment der Schlusspfiff kommen, Schuss abgewehrt. Aber es ändert sich nichts mehr, da SV Salzburg verliert gegen den SV Sikirchen mit 1:5. In der zweiten Halbzeit schalteten die Gäste aus Sikirchen einen Gang zurück, was zur Folge hatte, dass es den Gästen nur mehr zweimal gelang, den Ball im Tor von Rick Blank unterzubringen, da die Gastgeber durch Matthias Eder in dieser zweiten Halbzeit auch einmal erfolgreich waren, lautete der Endstand 5:1 für den SV Sikirchen, was, wie ich schon erwähnt habe, aufgrund des Spielverlaufs absolut in Ordnung geht. Mit diesem Ergebnis sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Servus, das sagt euer Sportreporter Markus.